Es ist Crash Bandicoot! Hallo und herzlich willkommen zurück zu Stormy Ascent. Crash Bandicoot Insane Trilogy in the Disaster Area. Stormy Ascent haben wir ja endlich geschafft, nach langer, langer Zeit. Und in der letzten Folge haben wir dann das letzte Geheimlevel in Crash 2 behandelt, Totally Bear. Und jetzt sind wir schon mitten in Crash 3 beim fünften Level des ersten Warp Rooms. Der erste Boss ist nicht weit weg. Und jetzt geht es mit Making Waves weiter. Und das ist wieder ein Coco-Only-Level. Und wie das mit den Coco-Leveln so ist, sind das alles so Gimmick-Level. Und hier dürfen wir Jetski fahren. Ist das nicht geil? Let's go! Es gibt jetzt Luftkunststücke, okay. Ach so, okay, ja. Es ist einfach nur bewegen, nur in cool. Wow, die Steuerung von dem Ding ist aber echt gewöhnungsbedürftig. Ich find's mega strange. Ich habe das nicht so strange in Erinnerung. Aber naja, ist dann halt so. Diese Level sind ein bisschen besonders, weil jetzt beim ersten ist es noch nicht ganz so, aber später in den Leveln dieses Settings gibt es tatsächlich mehrere Wege, wie man das abschließen kann. Und es gibt ein Geheimlevel, was das nochmal auf die Spitze treibt. Aber das ist ein Geheimlevel, wie gesagt. Ah! Und ja, hier kann es durchaus passieren, dass man mal an dem Kristall vorbei fährt. Das war nicht... Nein! Das ist alles gar nicht knapp, vertraut mir. Ich weiß genau, was ich tue. Manchmal. Wow, okay. Oh, dieser böse Blick, ey. Oh, da ist jemand sauer. So, komm her, du Scheißboot. Stirb! Scheiße. Lol. Crash 3 hatte die besten Death Animations ever. Das ist so funny. Nice. Alter. Die Steuerung ist so komisch. Seit wann ist die so komisch? Na, ich kann ja eh nicht mehr alle Kisten holen. Nicht wieder von dieser Bombe da verarschen lassen. Ah, dann lassen wir uns halt von der verarschen. Aber Alter, dieser Blick, ey. She really doesn't like us. Aber gerade so in der Luft sich da zu bewegen, ist echt strange. Das ist nicht so schwer, wie es aussieht. Wow, okay. Geschafft. Natürlich einen Haufen Kisten liegen gelassen, aber pff. In den Level, weil man halt wirklich jederzeit wieder zurückfahren kann und so, ist es gar nicht so schwer, alle Kisten zu holen. Aber es ist halt lästig. Sehr zeitaufwendig. Besonders mit dieser Steuerung. Was haben die damit gemacht? Naja, jetzt ist erstmal Boss-Time. Darf man den Boss jetzt auch als Coco machen? Nein, schade. Nach wie vor nicht. Mann, oh, ich will doch nur Bosskämpfe mit Coco. Coco, hübsche Kristalle gestohlen. Tiny zurücknimmt in Gladiatoren-Arena. Okay. In diesem Boss-Battle gibt es einen sehr, sehr lustigen Exploit. Ich hoffe, ich kann es zeigen und ich hoffe, der ist in der Insane Trilogy noch drin. Aber das werden wir wohl sehen. Wenn nicht, dann sterbe ich wahrscheinlich, aber pff,
Lol, diese ganzen Römer da mit diesen Sonnenbrillen. Ganz Scientist da. Cortex Maximum. Let's go! Bam! Mal gucken. Nein! Denn normalerweise, im Original kann man ganz links einfach an der Ecke stehen und man wird einfach nie von den Dingern getroffen. Die Löwen können einen da nicht erwischen, aber entweder sie haben sie entfernt oder ich habe es irgendwie falsch gemacht. Weil ich glaube, man konnte sich auch nicht einfach nur da hinstellen. Man musste schon noch irgendwas anderes machen. Aber naja. Wahrscheinlich haben sie es einfach gefixt, weil wie gesagt, das ist ziemlich dumm. Oh, stimmt, man kann sie einfach besiegen. Voll vergessen. Okay, dann kann man sich einfach da... Oh Gott. Einfach da an den Rand stellen und die ganze Zeit Circle spammen. Also ich meine natürlich die Drehattacke spammen, nicht Kreis. Ey, mit Kreis kann man ja auch grätschen. Seit wann das? Das ist ein Minigame. Wir versuchen so viele Löwen wie möglich zu killen. Ja, und hier einfach so lang weglaufen, bis er entscheidet, etwas wirklich Dummes zu tun. Und bam, easy. Lol, wir werfen den mit Tomaten, wie cool. So, und da haben wir jetzt schon den aufgeladenen Körperschlag. Drücke für einen stärkeren Bauchklatscher X zum Springen und drücke an der Spitze des Sprungs Kreis. Und das Ganze sieht dann so aus. Bam. Gut gemacht, Kinder. Ihr habt Tiny besiegt und das Tor zum nächsten Zeitreisegebiet freigeschaltet. Geht zurück zur Mitte dieses Zeitstrudels und speichert euren Fortschritt, wenn ihr möchtet. Dort werdet ihr sehen, dass das Tor zum zweiten Zeitreisegebiet offen ist. Naja, also technisch gesehen hat ja eigentlich Crash Tiny besiegt, weil Coco ja nicht darf. Naja. Und da sind wir auch schon im zweiten Zeitstrang Warp Room. Wir sind trotzdem immer noch allgemein als Warp Room bekannt. So, G-Wiz, let's go. Wieso musst du uns immer ein Dorn im Auge sein? That's my job. Wer? Was? Wo war ich? Oh, Tiny war ein guter Kerl. Er hat zwar alles und jeden gehasst, aber er hatte dennoch ein gutes Herz. Alles klar. Und bitte freundlicher zu meinen Handlanger. ja, war das jetzt ein Fail von Entwicklerseite, dass es so abgehackt ist, oder soll es so ein Seitenhieb auf Cortex sein? Kein Plan. Machen wir einfach weiter. Oh. Don't touch the ground. Bleib hier. Ja, dafür braucht man übrigens den aufgeladenen Bauchklatscher. Oh, cool. Alter, Kokos sieht ja mal richtig geil aus. Nice. Das ist voll, der Bounce Attack aus Crash. Nein. Was erzähle ich da? Wer ist es noch? Ja, doch. Hier ist die Bounce Attack? Ja, Bounce Attack aus der Sonic-Reihe. Komm, Adventure 2 kamst du das erste Mal vor. Oh, nice, Double Kill. Ich war jetzt echt total verunsichert. Wie es genau hieß. Naja. Hier, genau, wie in Crash 2, denselbe Trick. Nur, okay, ich weiß nicht, ob das jetzt an Kokos liegt, aber hier geht es ja noch höher, dann kommt auch so da oben dran. Bei Crash 2 kommt man ja nicht wirklich dran, aber die Kiste denkt sich so, ja, okay, du hast mich. Du bist ganz klar über mir. Du bist zwar neben mir, aber egal.
Der Tod dieser Zauberer ist richtig lustig, weil das verwandelt einen in einen Frosch. Oder? Nee, gar nicht. In Huhn. In Huhn. Frosch war woanders. Oder auch ein Frosch? Ich weiß es gar nicht. Weg da. Nee, die. Die Frösche ist halt auch lustig, weil wenn die einen erwischen, dann küssen die einen und werden verwandelt in so Prinzen. Der wagt schon gar nicht auf uns zu schießen. Der weiß ganz genau, dass es keinen Sinn hat. So, nächster Bonus. LOL! Dummer Frosch. Ah, er hat überlebt. Das kann nicht sein. Kein Überlebenden. So. Swag. Der extra Swag. Alter, ich habe richtig Wumpers gemacht. Ich habe irgendwo eine Kiste übersehen. Oh, ich Idiot. Unter der Treppe ist auch einer. Den habe ich vergessen. Egal. Depp. Ja, hier sind deutlich mehr Kisten als in Crash 1 oder 2. Hat selbst schon in frühen Leveln. In Crash 2 nur die späten Level haben mal über 100 Kisten. Oder halt bei ein paar Leveln vorher, die halt Secrets, ein paar Secrets haben, Geheimwege und so ein Zeug. Double Kill? Nee, leider nicht. War Kristall. Nimm die eine scheiß Kiste, Mann! Das nervt doch. Das ätzt doch. Ach, da ist er. So. Weiter geht's mit Hang 'em High. Oh ja, dieses Level. Und hier gibt's den ersten kolorierten Edelstein. Man muss ihn aber finden, ist nicht einfach. Ich glaube, das geht jetzt aber noch gar nicht. Ich glaube, man kann da jetzt noch nicht hin. Braucht dafür erst irgendwas anderes. Ich glaube, eins von den späteren Power-Ups. Ich will's nicht spoilern. Für die, die es wirklich noch nicht wissen. Ich meine, das Spiel ist sau alt. Und echte Fans, die wissen das natürlich alles schon, aber trotzdem, ich will nichts spoilern. Einfach weil ich Spoiler hasse. Naja, diejenigen von euch, die dieses Spiel kennen, die wissen es ja sowieso schon, von daher. Oh ja. Guck mal, wie schnell man jetzt hangeln kann. So, den will ich noch. Okay. Schön ausgenutzt, Aranel. Oh, fuck. Da geht's lang. Hau ab. Den gehen wir, glaube ich, lieber aus dem Weg. So, den kann man nicht übersehen. So, einmal Bonus bitte. Nein, ich wollte eigentlich auf den drauf springen. Wie ging es denn? Hehehe, die Trixies. Oh. Ich kann halt doch so.
Ah, daneben. So, jetzt. Okay. Also hier haben wir alle Kisten. Fehlen noch 40. Das ist der Hammer, wie viele Wumpas man hier aus dem Boni bekommt. Halt auch, weil man jetzt auf den Wegen auch schon so dermaßen viele findet. Aber ja, gerade in den Bonis ist echt krass. What? Hau ab. Ja, den ignorieren wir einfach mal. Jetzt wird's schwierig. Okay. Ja, nicht aufgepasst. Hätte ich warten müssen auf den. Oh, cool. Na, willst du uns aufhalten? Versuchst du, Penner? Yes! Man nicht eine Scheißkiste irgendwo verpasst. So, runtergeladen. Ah, und den haben wir auch noch. Denn beim Anfang denkt man sich ja noch so, okay, das ist doch nicht ganz so crazy wie Crash. Und dann kommt dieses, wo es dann so mit den Armen so rumfuchtelt. Dann denkt man sich so, was? Das ist so cool. Und das dürfen wir natürlich wieder nur mit Crash machen. Hogride ist natürlich eine Anspielung an Crash 1, weil das Level mit dem Wildschwein ja auch Hogride heißt. Aber hier ist es halt kein Wildschwein, sondern dieses Teil hier. Mal gucken, ob die Steuerung jetzt auch total anders gemacht haben. Fühlt sich anders an, aber ich finde besser. So, jetzt kommen die Turbos dazu. Und diese Turbos sind ein bisschen speziell, denn die Turbos sind tatsächlich unendlich. Oder halt bestimmte von denen. Bis man irgendwo gegenstößt oder halt eben bremst. Nachteil ist natürlich, dass man sich kaum bewegen kann. Ich weiß nicht, was bei dem Level ist. Oder vielleicht auch erst beim nächsten. Da gibt es einen geheimen Ausgang, den ich sogar noch kenne. Haltet Ausschau nach einem Schild mit einem Alien-Kopf drauf. Autsch. Fuck you. Oh shit, den müssen wir noch irgendwie überholen. Come on, dammit. Aber alle Kisten. Ach, das ist jetzt mal der eine, der unseren Turbo versaut hat. Der Penner. Kriege ich jetzt den Kristall für alle Kisten trotzdem? Das wäre eigentlich ganz cool. Und ja, diese Rennen sind übrigens nicht einfach, finde ich. Ich konnte die noch nie so gut. Und das jetzt nur das erste. Ja, cool. Dann müssen wir uns um den schon mal nicht mehr kümmern. Jetzt habe ich gar nicht darauf geachtet, ob wir ein extra Leben verloren haben. Aber müssten wir eigentlich. Eigentlich müssten wir das. Also so eine Crash machen. Mach den ersten Platz, um den Energiekristall zu erhalten. Ja. Danke, das wussten wir. Das ist irgendwie offensichtlich. Bedenkt, wie scheiße unfair diese Rennen sind, weil die alle vor dir starten. Und zwar das ziemlich weit teilweise. This is not fair. At all. So, jetzt wollen wir uns hier um diese Kiste immer zu kümmern. Wir können versuchen, den hier so lang wie möglich zu halten. Ah, so bringt es natürlich alles nichts. Du bringst natürlich alles nix. Lass mich jetzt vorbei, du Penner. Weiß gar nicht, ob das schon überhaupt schneller ist.
Fuck the police. Ja, fuck. Ah, wieder verkackt. Meh. 20, okay, muss ich mal drauf achten, dass es jetzt anders ist. Gemein ist, dass man immer aus dem Level dann direkt rauskommt. Rausgeht. Aber naja, wir sind jetzt nur rausgegangen, weil wir den Kristall schon bekommen haben. Das ist gut, weil jetzt müssen wir uns darum eigentlich überhaupt nicht mehr kümmern. Wir können wirklich einfach optimale Pfade nehmen und trotzdem verkacken. Ja, dass ich jetzt schon beim ersten von diesen Leveln schon, ne, so Probleme habe. Man verliert kein Extra-Leben. Ich bin mir todsicher, dass man im Original Extra-Leben verloren hat. Jetzt einfach hier Optimal Driving. Ah, komm schon. Blöder Typ! Danke, hat mir Platz gemacht. Das ist sehr freundlich von ihm. Kann ich nicht hupen? Das wäre cool. Bitte, wenn ihr nochmal so ein Remake macht, ich will hupen. Bitte, please. Alter, jedes Mal kriege ich von dem auf die Fresse. Okay, das ist nicht das, was ich wollte. Das ist nicht das, was ich wollte. Das versaut mir jetzt schon wieder das Rennen, ey. Das kann nicht wahr sein, ey. Das kann nicht so schwer sein. Wie soll denn dann erst die Zeit rennen zu Hogwarts sein? Das ist aber kein Turbostart, oder? Die Sache ist halt auch, mit dem Turbo bewegt man sich so komisch. Okay, das war gar nicht schlecht. Nicht optimal, aber auch nicht schlecht. Ich bin halt diesmal in keinen reingefahren. Das ist eine Menge wert. Verliert man verdammt viel Geschwindigkeit. Dieses Rennen ist halt zum Glück noch nicht lang, weil es das erste ist. Aber die späteren, ja, da verbringt man dann einiges an Zeit, wenn man das so oft wiederholen muss. Lass mich in Ruhe. Alter, du Drecksack! Fuck you! Jetzt komme ich nicht in den Turbo, weil dann werde ich gegen ihn fahren. Es gibt wieder keine, das kann ja nicht wahr sein. Ja klar, gib mir noch einen mit, ey. Maximum Disrespect. Fuck, ey. Haben die das schwerer gemacht, oder was? Das Original habe ich nicht so lange gebraucht für Hogwarts. Ich wünsche, dass ihr wärt CTR. Bitte, Vicarious Visions, Activision. Nach dem Erfolg von der Instant Trilogy, jetzt müsst ihr aber auch noch ein HD CTR machen, ja? Bitte. Ich liebe CTR. Nein, die sind definitiv langsamer. Die Schanzen. Das letzte Mal war ich weiter vorne an dieser Stelle hier. Jetzt kommt dieser Penner hier wieder. Nein! Das kann nicht wahr sein! Das kann nicht wahr sein! Warum? Oh Mann! Schieße ich voll da dran vorbei, ey! Oh, ich weiß schon, warum ich diese Level nie leiden konnte, obwohl das Konzept eigentlich wirklich cool ist mit dem Motorrad und so. Ah, Alter. Direkt hier.
Ideallinie fahren. Voll konzentrierter Arnel. Au, oh, da habe ich ganz leicht berührt. Ich hoffe, das wirkt sich nicht zu hart aus. Lass mich bloß in Ruhe. Komm schon, jetzt aber. Abbremsen. Turbo? Nein! Pisser! Come on! Scheiße! Das kann nicht wahr sein! Boah, Alter, jetzt werde ich auch noch voll überfahren! Alter! Boah, scheiße! Ich diese Level hasse. Ich muss lernen, mit den Turbos besser umzugehen, aber die steuern sich so komisch! Ich will einfach nur ein gutes Jump'n'Run spielen, kein Rennspiel. Ein Arcade-Rennspiel. Yes. Not bad. Not bad. Vielleicht kriegen wir den jetzt schon. Aber es wird hart, es wird hart. Nein! Penner! Aber noch ist nichts verloren. Jetzt können wir den hier innen überholen. Und jetzt sind wir direkt am zweiten dran. Den Pisser da. Optimate Strats. Oh, verkackt. War so klar. Ach, ich kann hier gar nicht neu starten. Na gut. Na gut. Dann krieg ich wieder einen mit. Aber der erste Turbo war jetzt viel besser. Das kann ja nicht wahr sein. Das ist ja fast schon optimal, was man da leisten musste, nur um den zu besiegen. Holy shit. Wie kann das so schwer gewesen sein? Ich verstehe das nicht. Bin ich so schlecht? Das glaube ich nicht. Ist ja was nicht mehr ganz so gut. Oh Gott. Oh Gott. I believe. Ja, komm, das muss es jetzt sein. Den Turbo ziehe ich jetzt an dem vorbei und der Rest ist dann einfach nur noch... Oh, Alter, fuck you! Fuck you! So, schluck mein Staubpisser! Voll überfahren werden, komm schon! Jawoll! Mann, ey! Scheiße! Das ist jetzt das erste von denen, von ich glaube drei... Und es gibt noch ein Geheimlevel, was ebenfalls in dem Setting ist. So, aber das war Hogride. Das hätten wir jetzt erstmal geschafft, zum Glück. In der nächsten Episode geht's dann mit Tomb Time weiter. Oh ja, Tomb Time. Damit werden wir noch Spaß haben. Aber für jetzt verabschiede ich mich erstmal. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.